Willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich habe die Sommerpause genutzt, um einiges zu rechnen, neue Strategien zu entwickeln im Bereich Fußball. Im Bereich Eishockey habe ich das ja schon erfolgreich getan in der letzten Saison. Und auch im Bereich Underpicks lief der Underpicker auf Bloggerbet bisher relativ erfolgreich. Jetzt soll es aber um andere Strategien gehen, denn ich habe etwas gut zu machen, denn die Gruppe 2xBet hier, meine Fußball- oder sonstige Gruppe auf Facebook, die lief in den letzten Monaten sehr, sehr schlecht. Lag immer daran, dass ich mir eingebildet habe, ich muss jetzt eine Big Bet rausfeuern, wie zum Beispiel Stuttgart steigt nicht ab. Also hielt ich für eine gute Wette. Naja, im Endeffekt waren dadurch die Statistiken versaut, meistens durch ein, zwei schlechte Wetten oder auch mehrere. Deswegen habe ich mir jetzt die internationalen Fußballspiele zur Brust genommen und insgesamt 15.000 Spiele analysiert, berechnet, welche Faktoren für welche Wettarten profitabel sind und herausgekommen sind im Endeffekt ein paar verschiedene Strategien. Die habe ich in Bloggerbet getestet und getrackt. Manche waren nicht sehr gut und führten dann am Ende zu einem Verlust in diesem Account, aber das ist ja jetzt alles noch nicht offiziell gewesen und auch nach wie vor kostenlos zu verfolgen. Von daher spielt das auch nicht wirklich eine Rolle. Ich will das nur mal erklären, falls jetzt jemand auf diesen Account geht und sieht, was, minus 21, das ist ja der absolute Loser, stimmt ja auch in dem Fall. Aber man muss das getrennt betrachten, denn die erste Phase war hier von April oder März, genau, nee, Mai und Juni und halb Juli. Und hier kann man sehen, es gab 73 Einheiten Verlust. Das ist natürlich extrem schlecht und es lag aber hauptsächlich an zwei verschiedenen Wettarten, die ich hier mit 3 Einheiten und 5 Einheiten getrackt hatte. Also natürlich nicht mit 3 und 5 Einheiten gespielt, sondern nur getrackt, weil das der einfachste Weg bei Bloggerbet ist, um in einem Account verschiedene Wettarten oder Strategien übersichtlich darzustellen, hat jede Wettart eine eigene Einheit. Und zwar diese 3 Einheiten waren beide Treffen No. Und das war alles andere als erfolgreich. Da muss ich auf jeden Fall nochmal drüber rechnen. Und 5 Einheiten waren Double Chance, auch sehr, sehr unerfolgreich. Und da kommt dann schnell ein großer Verlust zustande. Die anderen Wettarten, ja, das ist im Rahmen eines ganz normalen Downswings. Wenn man hier bei 4 Einheiten Einsatz minus 13 hat, sind das effektiv nur 3 Einheiten Verlust. Das ist jetzt auch nicht gut, aber kein Weltuntergang. Jedenfalls habe ich dann im Juli eine Woche lang relativ intensiv an diesen Systemen gefeilt und die zweite Version der 2xBet Systems herausgebracht. Ich sage das absichtlich mit jeder Menge Pathos, denn es hat sich bisher sehr erfolgreich angelassen. Seit 18.07. gab es hier in 225 Picks einen Profit von 59 Einheiten. Allerdings muss man das auch bereinigt sehen, da hier ja die verschiedenen Systeme alle nur mit einer Einheit dann bewertet werden sollen. Und im Endeffekt hat sich auch nur dieses mit 2 Einheiten als absolut brauchbar erwiesen. Ich meine, die 7% hier bei 1 Einheiten unentschieden ist auch okay. Soll auf lange Sicht sogar eigentlich noch mehr sein. Aber die 4 Einheiten bei over 2,5 ist das zum Beispiel, das lohnt sich natürlich nicht. Das werde ich auch in Zukunft abstellen. Was dafür noch interessant ist, ist diese 7 Einheiten, die ich hier natürlich nur mit 7 Einheiten tracke. Das sind Auswärtsspiele, also Auswärtssieger. Und da wurde jetzt halt eine Wette abgegeben, die wurde heute jetzt gerade gewonnen. Das war, wo habe ich es denn? Ja, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt auch nicht markiert. Naja, jedenfalls alles in allem kommt man hier auf einen Gewinn von seit dem Neustart auf ca. 25 Einheiten Gewinn.
Darauf kann man aufbauen, ist jetzt alles auch nach wie vor kostenlos auf 2xbet.bloggerbet.com zu verfolgen. Und alle Mitglieder meiner 2xbet-Gruppe können sich bis Montag noch bei mir melden mit einer persönlichen Nachricht. Die können dann bis Ende des Monats auch kostenlos in den Telegram-Kanal, um hier ja alle Tipps, die ich natürlich auch hier auf Bloggerbet abgebe, auch weiterhin zu erhalten. Und mein Versprechen ist, ihr werdet so lange kostenlos und sonst irgendwas in meiner Gruppe bleiben, bis ihr alle Verluste wieder reingeholt habt und wir alle im Profit sind. Wer kann das sonst noch von sich versprechen? Oder welcher Tippster macht das und zeigt dabei sein Gesicht? Also das, ja, dafür stehe ich mit meinem Namen, dass wir hier alle über kurz oder lang im Plusbereich sein werden. Gut, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Skeptiker, welcome, give me. Ich bin heiß darauf, mit euch zu diskutieren. Aber immer schön sachlich bleiben, Freunde, sonst wird es blockiert. Da bin ich auch ganz knallhart. Und ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Genau, eigentlich wollte ich hier über dieses Away-Winner-Phänomen sprechen. Denn das ist bisher mein vielleicht vielversprechendstes System. Neben den Under 2,5 Picks, die ja eine Variante der Under 1,5 Picks sind, die ich ja mit dem Under-Picker schon gemacht habe. Seitdem ich allerdings den Underpicker als kostenpflichtige Variante anbiete, ist der plus minus null. Da habe ich natürlich auch noch Verbesserungspotenzial. Aber jedenfalls diese Under 2,5 Wetten sind bisher sehr value-haltig gewesen, zeigen natürlich auch diese 45 Einheiten. Allerdings noch viel zu wenig Picks, um hier wirklich dann auch was darüber zu sagen. Deswegen läuft das alles noch weiter, bis wir hier mindestens 100 oder, naja gut, ich sag mal 1000 Picks wären natürlich noch besser haben. Und ihr könnt das alles verfolgen. Alles offen und natürlich im Vorfeld veröffentlicht. Jetzt kommen wir zu den Away-Winnern. Das ist ja eine Sache, bei der ich verschiedene Faktoren einberechnet habe, um zu sehen, was muss zusammenspielen, damit man profitabel auf Tausende von Wetten immer wirklich gute Auswärtssiege vorhersagen kann. Und da habe ich unter anderem natürlich mit der Form gerechnet, die Form der letzten 5 Spiele der Mannschaften plus die Gegentore, die ein Team kassiert, plus die Effizienz bei Torschüssen und noch ein paar andere Faktoren. Ist im Prinzip einfach ein Rezept dafür, das am Ende dann ausgibt, ja, das zum Beispiel ist ein vielversprechendes Spiel. Wir haben hier erste norwegische Division, Alesund, heute eine extrem gute Quote dafür, wenn wir auf die Tabelle schauen. Das ist der Tabellenführer gegen Skate, der 13., die zuletzt nicht viel gebacken bekommen haben. Dafür ist die Quote sehr, sehr, sehr gut. Und dieses Spiel fällt mit einigen Kriterien in ja, mein Beuteschema im Bereich Auswärtssieger. Deswegen hier, falls die Zeit noch reicht, vielleicht interessant für euch, ohne Gewähr natürlich. Ein Spiel alleine, das hat die Wette auf Stuttgart gezeigt und noch viele andere. Kann immer so oder so ausgehen, aber auf lange Sicht, wenn du auf jedes dieser Spiele immer den gleichen Betrag setzt, dann machst du irgendwann hoffentlich Gewinn, so der Plan. Und Stichwort Value Bets. Und ich habe hier ein paar Spiele herausgesucht, die mehrere Kriterien erfüllen und in diese Away-Winner-Strategie reinpassen würden. Aber de facto habe ich auf keins dieser Spiele eine Wette abgegeben. Also ich persönlich habe schon Wetten drauf abgegeben, aber ich habe diese Spiele nicht im Bloggerbet-Account getrackt, weil bei vielen noch irgendwie
irgendwas nicht optimal war. Zum Beispiel die Form der anderen Mannschaften war zu gut in letzter Zeit. Deswegen ist ja die Quote der Buchmacher auch so und so. Aber ja, wollte mich zurückmelden aus der Sommerpause mit ein paar Picks gleich. Und das ist hier unter anderem alles und drückt Ihnen die Daumen. Aber auch Ytterhogdals zum Beispiel spielt bei Anuts Jö. Und hier haben wir auch eine 1,5er Quote. Die kann man zum Beispiel kombinieren mit einem anderen Spiel. Das würde ich jetzt so nicht direkt spielen oder setzen. Aber wir haben hier die beste Auswärtsmannschaft bei einer relativ schwachen Heimmannschaft, die jetzt erst ihren ersten Sieg im letzten Heimspiel eingefahren hat. Wer weiß, ob die gleich einen zweiten hinterherlegen. Dann ein relativ interessantes Spiel in der ersten finnischen Liga mit Honka, die zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen mussten. Aber VPS ist mit Abstand die schlechteste Heimmannschaft. Also nicht mit Abstand, aber es ist halt die schlechteste Heimmannschaft. Und Honka bis auf das letzte Spiel oder die letzten beiden Spielen ganz gut auswärts. Von daher die Quote mit 1,8 immer noch value-haltig. Wir haben hier zum Beispiel ein Spiel in Moldawien. Das ist eher von der Quote her nicht so gut. Von daher kann man das dann mit dem anderen in Norwegen kombinieren. Wenn eins platzt, dann hat man nicht viel kaputt gemacht, weil diese Quoten auch nicht sehr attraktiv sind. Im Gegensatz dazu Brage gegen Broma Poikarna. Mein Kollege Jan Tauer kennt sich in der Liga besser aus, würde mich interessieren, was er dazu sagen würde. Natürlich basieren meine Strategien immer auf Statistiken und Langzeituntersuchungen und nicht auf täglichen Aufstellungen oder wenn da ein Topspieler verletzt ist und so weiter. Denn das gleicht sich in der Statistik auf lange Sicht aus. In diesem Fall wird es irgendeinen Grund haben, warum Brage, obwohl die Dritter in der Gesamttabelle sind und die anderen hier gegen den Abstieg spielen, dass Brage nur eine 2,4er-Quote hat. Interessiert mich aber nicht. Ich nehme das gerne mit. Auf lange Sicht ist das eine absolut value-haltige Quote. Und auch wenn man den Heim-Auswärts-Vergleich hier sich anschaut, handelt es sich bei Brage um mit die beste Auswärtsmannschaft. Und von daher 2,4er-Quote muss man mitnehmen. Dann haben wir noch in Ecuador América de Quito gegen Independiente ein interessantes Spiel. América de Quito absolut am Tabellenende und auch in der Heimtabelle die schwächste Heimmannschaft. Allerdings haben sie sich hier die letzten 5 Heimspiele nur einmal besiegen lassen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann eine Mannschaft wie Independiente, eine Top-Mannschaft in Ecuador, nur eine 1,6er-Quote auswärts kriegt, statt eine noch bessere Quote, auch weil sie die letzten 2 Spiele auswärts nicht gewinnen konnten und nur 1 der letzten 5 Spiele gewinnen konnten. Nichtsdestotrotz fällt dieses Spiel auch in einen Rahmen, wo man sagen kann, dass man 6 oder 7 dieser Spiele langfristig gewinnt und mit einer 1,66er-Quote damit noch gut dabei ist. Sehr interessant auch in der brasilianischen im Paulista Cup, also bei Turnieren wäre ich da immer relativ vorsichtig. Allerdings gab es hier schon einige Spiele, die ziemlich deutlich gelaufen sind. Wir haben hier Ferroviária mit 6 Siegen und einem Torverhältnis von 8 zu 1. Und Votu Poranguense hat bisher erst 2 Unentschieden und von daher ist die Quote von 1,7 hier auch absolut zum Mitnehmen. Und wir hoffen, dass dann hier ein paar Spiele in die richtige Richtung fallen und wir insgesamt mit einem Plus rausgehen. Das alles ist eher noch ein Versuch, meine schon bestehende Away-Winner-Strategie auszuweiten. Denn, wie ich gesagt habe, keines dieser Spiele erfüllt alle Kriterien, um wirklich ein Away-Winner-Pick zu sein. Nichtsdestotrotz sind es absolut vielversprechende Spiele, die ich hier im Rahmen meiner allgemeinen Zurückmeldung aus dem Sommerurlaub hier mal mit euch teilen wollte. Ja, ansonsten
geht's weiter mit jeder Menge Picks. Heute sind insgesamt fast 50 Picks hier veröffentlicht worden. Ah, wir haben hier auch schon ein vielleicht neues Spiel, das wir hier graden können in Thailand. Das war auch ein Away-Winner-Pick. Und das wäre natürlich wunderschön, wenn da jetzt hier mich dieser Vorführeffekt nicht treffen würde und dieses Spiel verloren wird. Kasim gewinnt, aber komischerweise war das hier andersrum. Warum auch immer, war das kein richtiger Away-Winner, aber das, ach, das ist das andere Spiel, das ist gar nicht dieses Spiel. 3. August, schauen wir, Spiel läuft noch, sagen die, kann eigentlich nicht sein. Müsste eigentlich schon beendet sein. Um 11 Uhr ist es losgegangen, jetzt ist es 15 Uhr beinahe. Zumindest haben sie mal geführt. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, bei solchen exotischen Ligen hier ein Ergebnis relativ zeitnah nach Abpfiff herauszukriegen, wenn man jetzt nicht direkt drauf gewettet hat. Hier, 26. August. Und zwar 3:2. War das heute? Bitte nicht. Nein, war es nicht. Sorry. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Naja. Das ist halt das, wenn man halt hier spontan was zeigen will. Naja, jedenfalls gibt es hier heute jede Menge Tipps, meistens under 2,5. Die gibt es dann auch immer im Telegram-Kanal und diese over 2,5, davon werde ich demnächst Abstand nehmen, weil ich selber nicht besonders begeistert davon bin. Und das läuft auch nicht so wirklich so erfolgreich, wie ich es berechnet hatte. Das ist halt immer der Punkt, wenn man etwas auf Basis von vergangenen Ereignissen berechnet, dann braucht man erstens sehr viele Daten und hat dann auch sehr viele Schwankungen. Und es ist nicht immer ein Indikator dafür, wie die Zukunft verläuft. Aber ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und bevorzuge das natürlich, anstatt mir halt hier hunderte von Ligen reinzuziehen. Verstehen natürlich Leute, die sagen, sie fokussieren sich auf eine Liga. Das ist immer erfolgsversprechend, wenn die Liga nicht unbedingt zu den Mainstream-Ligen gehört. Dann wirst du immer mehr gewinnen. Aber das Ziel ist jetzt hier auch nicht der Beste der Welt zu werden, sondern mit automatisierten Tipps langfristig in die Gewinnzone zu kommen. Und das gelingt mir hier bisher mit dem neuen System relativ gut. Und es ist noch sehr jung, deswegen braucht man hier auch noch nicht sagen, yes, wir haben es geschafft. Aber das kann man ja nie wissen, wie die Zukunft läuft. Von daher ist das schon mal ein guter Anfang. Gut, dann verfolgt das und schreibt mir eure Meinung. Bis dann.